Le Gruyère, Switzerland. Finale haben und hier unbedingt gewinnen müssen. Aber auch hier die Schotten eher lang jetzt im Moment. Es wurde viel Takeout gespielt zurzeit. Also das war jetzt. Und wenn man so die Takeout-Länge noch im Bein hat, das ist das Einzige, wo man den Schwung herholt. Man holt das alles aus dem Sprunggelenk hier, aus einer Vorwärtsbewegung, einer Gewichtsverlagerung wird diese Länge variiert und da muss man natürlich dann sich wieder zurücknehmen können. Sebastian Stock. Hier darf man wieder einen Takeout spielen. Mal kontrolliert. 12 Sekunden. Ah, den hat er etwas nach außen gedrückt. Den hat er etwas nach außen geschoben. Da muss er aufpassen. Ja, jetzt gehört aber doch rein. Also er hat ihn schon. Und bleibt aber nicht liegen. Bleibt nicht liegen. War ganz schön zu sehen. Der Pete Smith hat dann wohl gesehen, hat der Stein dreht sich raus aus dem Haus. Dann hat er kurz aufgehört zu wischen, weil er wollte, dass der Rote als Bremse hinten liegen bleibt. Ja, zeigt er noch an hier. Ja, also das war jetzt auch schön zu sehen. Sie wollen jetzt so die minimale Bremse, die da hinten noch vorhanden ist, nützen und den Deutschen vielleicht einen Fehlstein zu einem Fehlstein zu provozieren. Darum hat er eben aufgehört, vorhin zu wischen, dass dieser rote Stein möglichst knapp am Haus liegen bleibt, aber nicht im Haus. Und der Daniel Herberg ist dahin geeilt und wollte natürlich noch weiter wegwischen. Aber auch dieser Stein ist etwas lang hier. Und jetzt kann der Daniel Herberg ab der Linie, jetzt kann er anfangen. Jetzt haut er rein, dass er möglichst noch gleiche Höhe zieht hier. Ja, nicht ganz draußen, aber hier sieht man schon. Ja, das dürfte eine leichte Beute sein für Sebastian Stock. Auch hier wieder der Versuch mit einem Nuller-End. Und das sieht man selten im Curling-Sport moment, also gerade nach der Einführung der Freeguard-Zone. Ja, hier das vierte Nuller-End. Nach 6 Ends immer noch 1:1. Hier geht es schon sehr, sehr eng zu. Letzte Stein im sechsten End. Der ist etwas eng, der muss stark gewischt werden, aber ich glaube, er reicht, oder? Ja, gerade so. Gut gewischt hier. Und deshalb 0 im sechsten End. Aufgabe gut gelöst von Sebastian Stock und seinen Wischern. Damit der Spielstand nach wie vor 1:1 nach dem sechsten End. Das Ganze geht wieder von vorne los im siebten. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wann die Schotten mal ernsthaft versuchen, ein offensives Spielchen zu wagen. Ja, sie haben ja schon bis zu einem gewissen Punkt im End haben sie ja eigentlich schon versucht, das zu agieren, aber dann kam eben auch dieser hervorragende Double von Stefan Knoll. Also er hat da zweimal so aufgeräumt. Also sie sind ja jetzt schon bemüht, hier auch ein bisschen das Spiel an sich zu ziehen. Und die Deutschen, sie aus ihrer Position jetzt mit dem letzten Stein raus und sie sind sich sehr sicher in ihrem Takeout-Spiel momentan. Die versuchen hier wirklich da nicht, also zu sehr unter Druck zu geraten. Also sie räumen da eher auf. Also momentan sehe ich es eher so, dass die Deutschen auch so ein bisschen gegensteuern, das gegen das offensive Spiel. Hier sieht man es sehr schön, die Schotten wieder bemüht, diesen Stein sehr schön gespielt von Graham Cormack, kurz vor das Haus. Lang over T, aber wichtig war, dass er an der Guard vorbei und er bremst sogar noch. Sehr schön gespielt, ja. Der Mess, wie sie nennen,
Markus Mesenzähler vorrangig, auch dieser Come-Around hier. Aber es curlt halt nicht ganz so gut heute, das haben wir schon mehrfach gesehen. Die Steine bleiben leider immer wieder offen liegen und deshalb auch hier eine Möglichkeit für die Schotten hinterher zu fahren. Einen Freeze werden sie nun versuchen. Graham Cormack. Der ist ein bisschen weit außen. Schiebt aber eigentlich den deutschen Stein jetzt noch besser. Hinter die Guard hinein. Ja, das ist eben die Gefahr, wenn man bei diesen Freeze-Versuchen, wie wir es jetzt gerade gesehen haben von den Schotten, wenn man da etwas lang ist, dann ist man automatisch auch etwas weiter, weil der Stein nicht so stark curlt. Und dann bleibt er eben so offen liegen. Und das ist eine gute Chance für die Deutschen jetzt hier, diesen Druck zu erhöhen, indem sie diesen gelben Stein leicht innen treffen, hinter diese Center Guard, diesen gelben Stein vor dem Haus, hineinzurollen. Und dann würden sie zweimal abgegradet liegen, das wäre natürlich hervorragend. Hat er so einen schon versucht, beim ersten Mal ist er dann zu weit hinaus gecurlt. Und jetzt? Da schaut er gut aus, da schaut er gut. Ja. In dem Fall richtig entschieden von Sebastian Schock. Er hat gesehen, dass dieser Stein zu weit außen war von Anfang an. Dann hat er sich sofort umentschieden und hat gesagt, okay, ich will den nicht nach innen haben, sondern dann wische ich ihn so, dass er nach außen läuft, um den Schott noch wieder den Double unmöglich zu machen. Also wenn sie möglichst gleiche Höhe schön sind. Gezeigt genau. Jetzt. Von Smith, wie er ihn haben will. Der Smith da von der anderen Seite. David Hay nun. Doch schon ein paar gute Steine gespielt heute. Ja. Ich habe gerade mit seinem Bruder noch in der Pause gesprochen, hat auch gemeint, er ist auch sehr zufrieden mit der Leistung seines Bruders. Ja, der ist aber jetzt ein bisschen eng. Der ist eng, der geht wahrscheinlich an der Guard an. Sehr knapp, jetzt geht er an. Ja, ja, das reicht nicht ganz. Ja, das sieht. Liegen sie jetzt zwar zweimal im Haus, aber die deutschen Steine momentan noch besser. So, was soll man jetzt tun? Eine Guard spielen, wegnehmen, da vorne einen wegnehmen und als Guard liegen bleiben. Also, die Guard, denke ich mal, ist nicht klug und wäre in dem Fall nicht klug gewesen, weil man dann einfach immer so zwei gelbe Steine hat, die links und rechts von der Guard liegen. Mit denen kann der Schotte immer wieder arbeiten, den kann er noch verlängern, nach hinten schieben oder auf Race Takeout spielen. In dem Fall die bessere Entscheidung, man nimmt einen davon weg und läuft mit dem Spielstein zentral zur Mitte und deckt dann auch den Shotstein ab. Also auch hier wieder ein Hit and Roll. Ja, der bleibt aber relativ zentral und Nase liegen, aber das ist schon okay so. Ist er drin? Ja, weiß. Ha? Okay. Weißt du nicht, ob er besser ist als der andere? Es macht nichts, der weiß. Ja, wie gesagt, der könnte noch einmal irgendwann später ins Spiel kommen, vielleicht. Jetzt der Versuch eines Double Takeouts von David Hay, von links außen kommend. Jetzt, der Winkel wäre da gewesen, aber er trifft ihn nicht ganz, aber der Roll ist auch schon hervorragend. Ich denke mal, die Schotten wollten gar nicht unbedingt den Double haben, sonst hätten sie noch schneller gespielt. Aber der Roll, und den macht ihr hier sehr schön. Also, den roten leicht innen treffen und dann kommt Warwick Smith, wischt ihn da noch ein bisschen hin. Deutschland nach wie vor Schott, sehr schön diese Studie auch hier. Und man liegt perfekt abgegardet hinter dem eigenen und der deutsche Shot liegt nur mehr offen. Also, aus deutscher Sicht versucht man nun einen Double Takeout über vorne. Und da muss man schauen, dass man nicht so weit außen ist und das ist wohl der Fall. Jetzt gehört er langsam rein. Reicht nicht ganz, das war Nase. Etwas zu wenig nach innen gecurlt. Da war der Winkel nicht da für den Double Takeout. Jetzt kann er natürlich den Schottstein wegnehmen. Ja, aber ja. Und auch hier wieder in dem Ende. Also es hat gut für die Deutschen begonnen. Momentan sind die Schotten am Drücker. Wenn sie hier einen schönen
Hit-and-Roll spielen, diesmal nach links laufen, aus der Perspektive des Spielers. Pete Smith. Mit dem In-Handle. Langsam gespielt. Beim Takeout natürlich. Ah, der Curl auch ein bisschen viel. Und ich glaube, an dieser Stelle curlt das mehr mit dem In-Handle. Ja, und der hat eine Nase. Und jetzt haben die Deutschen die Möglichkeit wieder mit einem Double Takeout. Also der hat zu stark gecurlt. Und Daniel Herberg mit dem Doppelversuch. Er muss den ersten rechts leicht innen treffen, jetzt nach rüber laufen. Ja, sehr schön gespielt, auch Daniel Herberg in diesem Fall. Optimal getroffen. Ja, aber das sind die wichtigen Steine. Ansonsten käme der Druck von der anderen Seite. Genau, also hier Zentimeter, Millimeter. Man muss hier, man hat gesehen, in der Zeitlupe jetzt nochmal den ersten, zuerst, also Minimalsekunden, dann ist er links rüber gelaufen. In dem Fall richtig gesehen und richtig gespielt. Und da liegt Deutschland zweimal. Pete Smith muss nun hier mit seinem zweiten Stein auf einen Hit-and-Roll-Spiel und auch dieser curlt sehr stark. Der muss gewischt werden, um die Richtung zu haben für einen Roll. Er sieht aber gut aus. Jetzt wird er hinten reingewischt. Ja, reicht nicht auch nicht. Muss man von vorne sehen. Aber man sieht ihn wohl noch halb. Ich würde sagen, man sieht ihn ganz. Etwas weit auch noch, der muss noch viel curlen. Ja, da fehlt es noch hier. Es ist wichtig, dass der liegen bleibt im Haus. Erwischt hier der Warwick Smith, aber er kriegt ihn nicht raus. Das reicht nicht ganz und deshalb sehr schön. Deutschland liegt zweimal. Das ist natürlich gut jetzt. Jetzt haben sie vielleicht die Chance auf zwei. Ja, und die Schotten jetzt hier auch unter Druck. Dänemark, Norwegen und hier haben wir Thomas Ulsrud und der macht noch einen Stein zum 4:1 gegen Dänemark. Ja, er musste hier einen schwierigen Tapback spielen, man sieht es, rot ist Shot in der Mitte zweimal sogar und er muss auch hier knapp an der Guard vorbei, die richtige Länge und den roten Shot leicht nach hinten tappen, liegen bleiben und das löst er hervorragend, auch er. Überzeugt mich, vielleicht ein bisschen überraschend, also die haben auch einen sehr guten Lauf momentan, die Norweger. Sie haben ja auch ein schweres Erbe, was sie antreten müssen. Die amtierende Olympiasieger, Paul Trusen, konnte sich ja nicht qualifizieren für hier. Und da ist man schon ein bisschen national unter Druck, aber auch die norwegischen Damen momentan vorne mit dabei. So, und jetzt zurück zu dieser Begegnung. Warwick Smith. Ja, er versucht einen Hit and Roll auf diesen ersten Stein. Ja, da muss auch noch viel curlen, der ist sehr weit außen. Den muss er innen treffen, dass er überhaupt in das Haus berührt und das ist nicht der Fall. Den trifft er nur noch auf die Nase und bleibt da vor dem Haus liegen. Der war schön gemütlich und langsam gespielt, aber etwas weit außen und deshalb nun eine gute Chance für Sebastian Stock mit seinem ersten Stein hinter diese eigene rote Guard hineinzuspielen. Astschuss, der kommt, oder wird es weniger sogar geben? Ich glaube ein bisschen weniger, weil ich brauche hinten vier. Hinten vier ist super. Hinten vier reicht uns auch. Ja, passt. Also, die Länge hinten vier Fuß, das ist der blaue Kreis. Dann muss ich mich korrigieren, also jetzt doch eine andere Entscheidung der Deutschen. Sie versuchen erneut diesen Split, den haben wir gestern schon von Ihnen gesehen. Sebastian Stock hat es mit dem letzten, jetzt versucht das mit dem ersten. Er versucht diesen Stein vor dem Haus leicht links anzutreffen, ihn hineinzuschieben. Der Spielstein soll hinter diese gelbe Guard laufen.
Das wäre ein Traum. Da liegt man dreimal. Auf geht's, Stocke. Und das ist, denke ich mal, sogar der bessere Call, also die bessere Entscheidung für diesen Stein. Da erzeugt man den Druck. Oh, der schaut gut aus hier. Ja, der schaut gut aus. Gut, gut. Jetzt trifft er ihn, schiebt ihn ein wenig hinein. Ja, ja, ja. Perfekt gespielt. Bravo, Stocki. Was soll ich denn hinwischen? Ja, da geht es um Zentimeter. Das ist natürlich auch viel Euphorie jetzt dabei. Genau, da muss man aufpassen, dass man da nicht überpaced hier mit den Emotionen. Der Stefan hat nicht genau gewusst, wohin hinwischen. Das ist etwas zu weit, genau. Er hat es angezeigt, der Daniel hier noch. Ist etwas zu weit gelaufen, aber das ist kein Problem. Solange Schottland diesen Stein nicht innen treffen kann, und das ist nicht der Fall, ist das super. Also, Deutschland liegt dreimal momentan und Warwick Smith nun. Jetzt ist er gefordert, jetzt ist der Druck riesengroß auf die Schotten. Richtig, also er sieht sich das, er will den Double, auf der linken Seite hier. Das Problem ist, dass er ihn sehr frontal treffen will und dann bleibt er eigentlich offen liegen. Ich denke nicht, dass er mit einem Double und zugleich Hit and Roll hinter diese gelbe Guard laufen kann. Er wird sehr schnell spielen, denke ich mal. Gute schottische Länge. Also den Double traue ich ihm auf alle Fälle zu. Aber Schott ist dazu, wäre schwer. Aber ich glaube, vom Winkel her ist der Roll hinter die Guard nicht möglich, wenn er hinten noch einen Double spielen will. Und ich denke mal, der Double, der ist ihm wichtiger. Also mit zwei kann er leben, aber drei, das wäre das Risiko zu hoch. Sehr schnell gespielt nun, Warwick Smith. Ganz wichtiger Stein im siebten End in der Begegnung Schottland gegen Deutschland. Schafft er ihn? Schafft er ihn? Ja, den Double hat er. Den Double hat er, aber er bleibt offen liegen. Ah, da stand er ziemlich unter Druck, aber eine gute Chance für Deutschland nun, zwei Steine zu schreiben. Und auch hier richtig, kein Takeout, sondern... Sebastian Stock sagt, ich habe die Länge, ich lege jetzt einen besser, lege noch einen rein. Er muss letztlich nur noch den 8 Fuß, das heißt den weißen Kreis, treffen. Ja, wir auf den Dolly legen, Sebastian Stock, der letzte Stein, für 2 für Deutschland und das wäre 3-1. Sieht lang aus. Ja, ja, jetzt müssen Sie aufpassen, dass er nicht zu lang gerät hier. Jetzt bremst er rein langsam. Ah, das passt, das passt. Nicht eher länger. Ja. Elegant, 2 für Deutschland, neuer Spielstand 3-1, Deutschland gegen Schottland im mittlerweile Silber im 8. Und. Wir machen mal kurz Werbung und sind gleich wieder zurück hier in Grindelwald mit der Entscheidung. Meter Eis, ein knapp 20 Kilo schwerer Stein, ein Besen und schon hat man alles, was der Curler braucht. Nur auf den ersten Blick natürlich, denn außerdem braucht er taktisches Geschick, Teamgeist und gute Nerven. Dann ist der Erfolg nur noch einen Steinwurf entfernt. Die Curling AM in Grindelwald, Donnerstag um 17 Uhr und 20 Uhr und am Freitag das Halbfinale der Herren ab 21 Uhr. Alles live bei Eurosport. Mit Le Gruyère Switzerland, the traditional cheese from Switzerland. Ja, was hast du gehabt? So, wir sind zurück, die schottischen Fans. Oben warten, Sie sehen daneben die deutsche Fangruppe. Mittlerweile führt Deutschland 3-1, den 3-0-1. Wurden da gespielt, bis es endlich für zwei Steine gereicht hat für Deutschland. Man hat da gut gewartet und wie Sie auch in unserer eigenen Ankündigung gesehen haben, morgen ab 17 und 20 Uhr, morgen zeigen wir Ihnen einen Tiebreaker, also da müssen wir noch warten, da ist ja noch alles offen, das werden wir noch benennen.
Und wir wählen aus den Spielen Schweden, Norwegen, England, Finnland, Schottland gegen die Schweiz. Und Deutschland spielt gegen Österreich. Aber ich glaube, auch die Wahl sollte auf eines der Entscheidungsspiele fallen, wer da noch die Chance hat, vielleicht ins Halbfinale zu kommen. Also da muss man jetzt am Ende der Round Robin, Uli, auch abwarten für uns die Entscheidung, welches Spiel zeigen wir Ihnen. Wir möchten natürlich das heiß umkämpfteste zeigen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, heißer Favorit wird natürlich das Spiel Finnland oder eben auch Dänemark gegen Frankreich. Also ist alles eher vielleicht vermeintlich einfache Punkte. Schweden, Norwegen ist natürlich vielleicht vom Spiel her ein sehr schönes, aber die beiden Mannschaften momentan, denke ich mal, durch. Die Schweden spielen ja heute Abend noch gegen England. Dieses Spiel werden wir Ihnen zeigen. Und ich denke mal, mit einem Sieg heute Abend der Schweden gegen England sind sie sicher im Halbfinale. Und da ist dann auch die Entscheidung gefallen. Und Norwegen momentan eben 4:1 in Führung gegen Dänemark. Auch sie mit einem Sieg, ähnlich wie Deutschland, sicher durch. David Hay auch eher stark, 84% momentan. Und das sind ja wirklich nicht einfache Steine gewesen, wo man sich vorstellt von der Aufgabenstellung, nicht nur einfache hier. Möchte Taylor davor legen? Ja, jetzt? Ja, er will einen Freeze genau in dieses deutsche Nest hineinlegen. Ja, no bounce, das sagt er, der soll ihn eigentlich nicht schieben. Aber hier sieht man sehr schön, ein bisschen zu lang geraten. Ja, und damit gut abspielbar für die Deutschen. Ich denke mal, sie werden hier auf die Nase spielen. Also den Gelben zuerst treffen und dann, genau, der, genau. Genau, der Rote, der linke, der Rote, der kann ruhig mitgehen, das macht gar nichts, solange der Spielstein liegen bleibt. Und da geht man sicher, sagt eben nicht Nase, sondern auf jeden Fall auf der rechten Seite. Genau, also wenn er zentral ist, reicht er auch noch. Aber ich denke mal, in dem Fall die richtige Entscheidung hier von Sebastian Stock. Wenn wir kein Risiko eingehen, und sie müssen ja momentan nicht mitspielen. Sie haben auch noch gesagt, ausgangs, bevor wir die Werbeunterbrechung gekommen sind, jetzt spielen wir jetzt das schottisch heim, das heißt, sie wollen jetzt ein bisschen defensiver spielen. Und das schaut auch wieder hier gut aus. Kontrolliert, tak, tak. Ja, dann nimmt man aber hinten noch einen mit. Aber das macht jetzt nichts. Wie gesagt, Deutschland, das juckt sie eigentlich gar nicht, dass da hinten noch einer mitgeht. Sie liegen ja komfortabel zweimal. Schön, hat er schön gesehen. Aber Schottland jetzt hier wirklich gefordert. Sie haben zwar eine Corner Guard rechts, aber die ist momentan noch nicht im Spiel. So, zwei gegnerische Steine. Jetzt wollen sie mit einem Hackweight vor diesen hinteren roten Stein laufen. Da wird aber noch zu zentral getroffen. Ja, ein bisschen läuft er rein. Shot ist man mal, aber auch der dürfte leichte Beute sein für Deutschland. Daniel Herberg spielt diesen Stein. Auch nichts mehr dazu sagen, Sie hören es schon am Kommentar von Sebastian Stock. Jetzt mittlerweile beschäftigen die Deutschen die Schotten sehr lange mit einem Schottstein, dass sie eigentlich gar keine Guard spielen können. Ich meine, jetzt kommt man zwar etwas weiter herüber, aber der muss auch mal dort hineinrollen. Ja, das ist eigentlich ganz gut momentan, aber das ist auch das Komfortable. Jetzt hat man diese zwei endlich gemacht. Pietsmith 82%, also das sind ganz tolle Statistiken hier in dieser Begegnung bei beiden Mannschaften. Man hat jetzt eben den Vorteil, dass man sagt, man kann im Haus agieren, man kann Takeout spielen, man muss nicht hier eben eine Konstellation aufbauen, um ein großes Haus zu machen, sondern man hat die Möglichkeit, hier vorne im Haus mitzuspielen, Takeout zu spielen. Das sind relativ einfache Aufgaben und wenig Chancen momentan für die Schotten, hier irgendwie ausgleichen zu können mit zwei. Das haben wir auch gestern dann ab der zweiten Hälfte in der Partie gegen England gesehen vom deutschen Team, sehr gut gemacht, dass man dieses Takeout-Spiel im Haus perfekt beherrscht hat. Es ist aber ein bisschen weit außen.
gleiche Länge, wieder. Der war knapp. 56. Unter einem Bild eingeblendet die Begegnung Österreich gegen Finnland. Marco Uso Paviniemi macht mit seinem letzten Stein eine 2 und führt mit 6:4 gegen Österreich. Ja, da hat er sogar die Chance auf 3. Ja, genau, das ist etwas zu lang geraten. Da wären es 3 gewesen, aber die Länge nicht ganz und deshalb nur 2. Ja, auch der wieder in die Mitte hereingespielt. Der wird wieder weggenommen. Sebastian Stock versucht jetzt dann hinter die Guard zu gehen. Ja, mit einem Hit and Roll. Ja, und die Schottenlinie wird es langsam eng so ein bisschen. Ich meine, es sind natürlich noch nach diesem 8-1 noch 2-1 zu spielen und da werden sie dann noch offensiver werden müssen, aber da ist noch alles drin. Also 2 zu machen, das geht immer, aber momentan die Deutschen spielen das sehr geschickt und klug und eben auch fehlerfrei. Ja, und wenn er den jetzt auch noch gut legen könnte, den einen abspielen, seinen Spielstein gut legen, dann kommen sie mehr und mehr unter Druck. Ein bisschen weit außen und das ist immer die Gefahr, dass man hinten sich selber rausschießen kann und der ist zu weit hier, der muss stark gewischt werden, dass man nicht hinten drauf geht. Oh. Und jetzt ist passiert. Schön gesehen, Daniel. Ja, das war in dem Fall ganz, ganz wichtig. Genau, also die haben ein bisschen hier vom Eis her, da hat der Sebastian Stock wohl ein bisschen innen außen gespielt, also ist eng geslidet, ein bisschen nach außen, aber kann Schnase geben an der Stelle fast. Ja genau, und dann haben sie wohl hier eine Stelle ausgemacht, wo der Stein sehr gerade bleibt. Das haben wir ja vorhin auch schon gesehen, dass der an dieser Stelle kommend der Stein sehr wenig curlt. Und in dem Fall viel Glück und der Daniel Herberg hat sehr gut reagiert, hatte gesagt, wir nehmen ihn auf der anderen Seite jetzt, also während der Stein noch gespielt wurde, hat er sofort umgeschaltet und dann wollte man eben noch vor dem hinteren vorbeikommen, hat nicht ganz gereicht, aber in jedem Fall ist der gegnerische Stein nicht liegen geblieben, das wäre wirklich das Fatale gewesen, denn dann hätte Schottland wirklich eine gute Chance für 2 gehabt, aber hier diesen Fehler gerade noch ausgemerzt und man liegt weiter mit einem und die Schotten hier, der erste mit Warwick Smith im 8. End, der soll hier hinter diese Corner Guard kommen. Also die Schotten versuchen jetzt wirklich hier 2 Steine zu schreiben in diesem End. Aber der ist noch weit, weit entfernt davon, hinter diese Corner Guard hereinzukommen. Jetzt gehört er, jetzt muss er genommen werden. Vor allem muss der ja besser sein wie der Deutsche. Jetzt muss stark gewischt werden. Ah, das sieht gut aus. Ja, aber liegt relativ offen. Also den macht der Stock ja auch. Ja, halb. Man sieht es hier, halb wird er wohl offen sein. Ja, so wie gerade nicht gut. Ja, die Schotten mussten warten, das war ihr Problem. Der war noch sehr weit von der Garde entfernt, dann konnten sie ihn nicht wischen von der Länge her. Und dann hat hinten raus die Länge gefehlt, wo er vielleicht noch ein bisschen hätte reinziehen können. Also da muss man natürlich immer ein bisschen abwägen in der Situation. Also, Sebastian Stock hat die Möglichkeit, diesen Stein zu zwicken und sehr schön wäre es natürlich, wenn er mit dem Spielstein liegen bleiben würde. Und vielleicht ganz woanders hinrollt ins Haus. Die Steine, die eigenen, die roten auch ein wenig aufteilt. Achtung. Nicht angehen. Nicht angehen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Bleib liegen. Ja. Optimal. Und jetzt? Jetzt kann man die Schotten eben zwingen, dass sie, entweder gehen sie das hohe Risiko mit einer, der ist möglich, natürlich ein Double für Null, aber das ist natürlich sehr viel Risiko. Die andere Möglichkeit ist natürlich hier einen zu legen. In dem Fall entscheidet sich Warwick Smith sogar für einen Takeout, aber in jedem Fall muss er einen machen. Und das spielt absolut in die taktische Vorgabe der Deutschen. Und in diese Richtung, weil dann haben sie im 9. End das Recht des letzten Steins und können, wenn sie dort 2 schreiben können, ist wahrscheinlich die Partie wohl klar. Dann ein defensives Spiel im 10. End und die Sache ist gelaufen. Aber da muss natürlich auch jetzt alles passen bei diesem Stein.
Ulita darf ihm nichts passieren. Ja, vor allem darf er nicht wegkönnen, er muss stark gewischt werden, er hat die Richtung noch nicht ganz. Jetzt können sie ihn aber halten. Also auch hier wieder super Wischeinsatz vom Frontend der Schotten und ganz sicher gemacht von Warwick Smith. Aber er kann nur verkürzen auf 2:3. Und Deutschland hat den letzten Stein im 9. End. Dänemark gegen Norwegen, die ist knapp. Es steht im Moment 4:3 für die Norweger. Hier bei dieser Begegnung Schottland gegen Deutschland. 3:2. Ja, hervorragende Länge von Graham Cormack, den Lead der Schotten. Und die Deutschen, die stellen jetzt um. Sie wollen jetzt wieder diesen auch schon viel beschriebenen Split-Stein spielen. Das heißt, man darf diesen gegnerischen Stein ja nicht aus dem Spielfeld befördern, sondern man darf ihn nur hauchdünn treffen und dann an die Bande spielen. Also das ist wohl einer der schwierigsten, ja, für den Lead. Auf jeden Fall. Aber und er schaut gut aus, auch hier wieder. Sehr schön gespielt. Der eigene wird rausgewischt. Hervorragend. Und da kriegt er auch wieder bei den Statistiken dann bestimmt eine 5. Das ist eigentlich über, also 4 ist eigentlich normal, das Normale, wenn man sehr gut spielt. Aber 5 für ganz äußerst schwierige Steine. Und der Mess zeigt hier seine ganze Klasse. Aber man muss ganz ehrlich sagen, eine starke Vorstellung der deutschen Mannschaft. Also, ja, also ich bin da ganz beeindruckt, möchte ich sagen. Und ich habe so eine, ja, Vorahnung, eine Vorahnung nicht, aber ich hoffe es mir. Eine Vorahnung ist gut. Also, dass man hier wirklich von diesen Europameisterschaften, von diesen 28. für Deutschland wieder mit einer Medaille heimfahren können. Also, wenn diese Mannschaft so weiter spielt. Die Farbe ist immer noch nicht ganz sicher. Ja, das gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, dieses Spiel gewinnen, dann ist man im Halbfinale, dann werden die Karten neu gemischt und im Halbfinale, ob drauf an, gegen wen man trifft. So, und Markus Messenzähl versucht dasselbe nochmal, ja. Okay, aber der Länge macht es. Der geht durch. Mit dem Stein. Guck, spielt Mess. So ist es natürlich, aber man sieht, also das ist wirklich schwierig. Der erste ist perfekt gelungen und beim zweiten, da fehlen halt Zentimeter. Aber die werden auch so hingewischt, also das vom Eis geben. Also wirklich eine Marge von 2-3 Zentimetern. Und wenn, sobald man diesen Stein bei dieser Länge gespielt voller trifft, dann geht er eben aus dem Spielfeld raus. Und das darf er ja nicht sein. Dann wird der Stein ja wieder zurückgelegt. Also da wandelt man auf einem hauchdünnen Pfad. Das hat nur die Möglichkeit für die Schotten. Sie werden natürlich versuchen, jetzt hier volles Risiko zu gehen. Sie wollen unbedingt einen Stein stehlen. Das müssen sie auch. Und vorhin eingeblendet haben wir gesehen, die Dänen konnten den Rückstand etwas verkürzen. Sie verkürzen auf 3:4. Ulrich Schmidt konnte mit einem Draw ein Zweierhaus schreiben. Also auch für sie die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Auch sie müssen natürlich gewinnen, wenn sie die Chance auf das Halbfinale wahren wollen. Und in der Begegnung Österreich gegen Finnland
Ein hart umkämpftes Spiel. Die Österreicher konnten auch ausgleichen mit einem Zweierhaus. 6:6 der Spielstand nach dem siebten End. Also der Marco Sipavaniemi, der tut sich auch wirklich hart gegen Österreich. Also Daniel, was sagst du? Das Eis ist schon, ja, Österreich braucht natürlich auch diesen Sieg, für, dass man nicht in die Qualifikation kommen muss. Denn da hinten raus ist auch eng mit Frankreich und mit der Schweiz. Und nun der Double-Versuch von Stefan Knoll. Er versucht, beide gelbe Steine zu entfernen. Aber da geht nur einer zu zentral getroffen. Und blöd ist eigentlich auch, oder blöd nicht, aber schade ist eigentlich auch, dass der Spielstand liegen bleibt. Hier sieht man es nochmal. Alois Kreidel mit einem offenen Takeout für 2. Und den schafft er auch. Hier sieht man es, sehr schön gespielt. In Händel. Und die Finnen heben schon davor die Hand für ein Zeichen. Gut gespielt. Zwei. Also die Finnen müssen sich ganz schön anstrengen. So, und zurück zu dieser Begegnung. Deutschland gegen Schottland. Ein Tor werden da hinten hineinziehen. Aber so weit an der Garde vorbei. Auch etwas schnell gespielt von David Hay. Der liegt over tee und offen. Auch den kann Stefan Knoll abspielen. Überpaced. Schwer ging durch. Ja, schade, schade. Bisschen schwierig zu beurteilen. Also der Sebastian Stock hat gesagt, ja, kein Problem. Vielleicht lag das Fehler auch ein bisschen, oder der Fehler auch ein bisschen am Eis. Vielleicht etwas zu viel Eis gegeben. Aber ich denke, der war vielleicht etwas schnell gespielt, vielleicht etwas innen außen. Es kann natürlich auch sein, dass da eine Stelle ist, wo es nicht so stark curlt. Das haben wir jetzt auch gerade bei dem Draw-Versuch gesehen von David Hay. Der Stein sehr lange gerade geblieben. Und jetzt nur eine gute Chance für die Schotten, hier vielleicht doch mit einem Stil rauszugehen. Denn sie können jetzt noch einen weiteren Stein hinten reinlegen. Und jetzt ist Daniel Herbert gefordert. Aber schauen wir mal, dieser Stein sehr schön diesmal von Pete Smith gespielt. Liegt da schön hinten drin, abgegardet. Und jetzt kommt man an den Shot nicht mehr hin und hat zwei Garden vorne. Jetzt müssen die Deutschen sehr, sehr stark aufpassen. Ja, und in Schottland hat sich noch eine neue Fankurve gebildet. Da sind noch welche jetzt reingeflogen hier nach Grindelwald. Daniel Herberg versucht einmal vorne aufzumachen. Geht nur der eigene, ja, aber wenigstens der Außen hier noch. Ja, aber nicht wirklich die Gefahr gebannt. Naja, da muss man aufpassen. Aber Sie sehen, es beginnt natürlich auch mit diesem Fehlstein. Da bringst du dich unter Druck, weil der nächste ist gut gespielt. Und aber das Problem ist eben auch diese Garden, die durch diese Free Guard Zone natürlich liegen bleiben und dann zuvor schon Stefan Knoll mit seinem Double Versuch hier mit dem Spielstein liegen geblieben. Dann liegt eine weitere Guard und das ist die Gefahr eben, wenn man solche Doubles probiert, dann muss man sie voller treffen und mit einem Peel, einfachen Peel, kann man natürlich klarer abspielen, aber die Deutschen, vielleicht kommen sie ja noch hin. Jetzt brauchen sie aber einen guten Stein, dass da mal zwei weggehen. Ja, der liegt schon besser für ein Double jetzt. Und wenn man diesen ersten, diese Guard rechts anspielt, also diese Center Guard rechts außen trifft hier, man zeigt es, Sebastian Stock zeigt es an, genau. Mit der Option, wenn man ihn zu voll trifft, dass hinten noch was mitgeht. Also, Daniel Herberg mit seinem zweiten Stein in diesem vorletzten Stein. Der muss da aufräumen vorne. Auch etwas eng. Ja, und vielleicht geht er hinten drauf. Ja,
Also das war die zweite Alternative. Wenn sie ihn vorne zu frontal treffen, dann hat man noch die Option, dass man hinten vorbei. Also das war jetzt auch ein bisschen Glück vielleicht, aber zumindest hatte man schon mal drüber nachgedacht. Der Sebastian Stock hat es angezeigt, aber die Gefahr noch nicht ganz gebannt. Zumindest mal einen gegnerischen Stein entfernt. Der ist obwohl der Fall jetzt ein bisschen offener ist. Ja. Aber Robert Smith hat es in der Hand hier, den Druck auch nochmal aufrecht zu halten, indem er nochmal einen zweiten hier hinten reinlegt. Ja, und er ist etwas eng hier. Der muss an der Garde vorbei und er geht wohl ran hier. Ja, jetzt ist es ganz wichtig, dass man nicht zu weit aufmacht. Ja, schauen Sie, aber das ist auch nicht schlecht. Aber eine gute Möglichkeit nun, entweder für Deutschland aufzumachen, das werden Sie auch machen, ja, denke ich richtig. Auch die richtige Entscheidung in dem Fall hier. Weil Sie haben ja noch einen Einstein-Vorsprung. Eine andere Alternative wäre gewesen, den man versucht natürlich hinterher zu spielen, aber in dieser Phase des Spiels. Und also im früheren Spiel würde man das vielleicht machen, aber in dieser Phase des Spiels hinten raus hat man ja das Recht des letzten Steines und man sieht schon das Ende vor Augen. Also man will alles andere als hier den Schotten 2 zu geben. Selbst mit einem Stil, wenn jetzt nochmal Schottland eine gute Guard spielt, ist man noch relativ auf der sicheren Seite. Aber schlimm wäre, wenn hier eine Guard liegen bleibt. In dem Fall also der Versuch, diese Garden zu entfernen mit Sebastian Stocks ersten Stein. Wichtig, dass man jetzt nicht zu eng kommt, dass man nicht vorne selber mit dem Spielstein liegen bleibt. Das sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Und auch hier Sebastian Stock einwandfrei, 100%. Aufgabe gelöst. So, jetzt kann der Schotte natürlich auch die Deutschen zwingen, einen zu schreiben. Ja. Just biting, Dave. Just a bite would be nice. You like that weight? Yeah. Ja, aber das wäre in dem Fall jetzt auch gar nicht so schlimm. Also wenn man zwei Steine hinten hat, kann man auch gut peelen. Wichtig ist nur, dass man möglichst einen Steal vermeidet. Alex Smith versucht ihn jetzt ganz knapp vor das Haus zu legen, vielleicht sogar einen leichten Beißer. Wichtig ist, dass die Linie abgedeckt wird zum Shot. Ja, das schaut aber eher lang aus, er darf natürlich nicht zu tief im Haus sein, denn das ist auch noch weit rechts. Oh ja. Der ist wohl viel zu lang gespielt von Alex Smith. Jetzt versuchen sie ihn genau zu freezen. Ja, das sagt das, kommentiert er selber, der Warwick Smith, ein horrible Shot. Ja. So. Ja, der ärgert er sich zu Recht. Der darf alles andere als so lang zu sein. Der muss vor dem Haus liegen bleiben und jetzt eine gute Chance. Wieder blank. Ja, aber schwierig. Er sagt Nase peel, also vielleicht will er ihn auch bloß Nase treffen, aber ich glaube, er geht schon auf den Double. Das kann auch versuchen hier. Der letzte Stein im neunten End. Ja, das ist etwas eng, das ist etwas zu eng. Vielleicht, aber er bleibt Shot liegen. Ja, schön. Und damit macht Deutschland einen, führt mit 4:2. Zum Nuller geht er nicht. Wir kommen in das 10. End. Da müssen die Schotten jetzt 2 schreiben, um ins Two-Sunset zu kommen. Wie sich das Ganze abspielt, zeigen wir dann gleich nach der Werbung.